Und hallo beim Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2. Wochenreflexion vom 19.09. bis 26.09.1994. Die erste Hälfte der Woche war bis auf den Stamm am Dienstag ziemlich ereignislos. Mittwoch war ich sehr aufgeregt wegen der MAB. Als wir am Donnerstag keine Stämme hatten, war ich sehr enttäuscht, da ich dachte, ich könnte keinen Stammabschied machen. Am Freitag klappte es doch noch. Wiederum am Donnerstag fanden wir beim Filzen der Neuaufnahme genug Drogen, dass sie für die ganze Family gereicht hätten. Bis auf das ich sauer auf die Neuaufnahme wurde, konnte ich keine Gefühlsregung in mir feststellen. Genau diesem Hals machte ich im Aufnahmegespräch Luft. Ich konnte nicht anders. Denn am Sonntagvormittag, der Schock überhaupt, Jutta ist rückfällig geworden. Ich hatte sie sehr gerne. Deshalb bin ich auch total traurig darüber. Trotzdem kann ich aus ihrem Verhalten eine Lehre ziehen. Ich werde München nie alleine besuchen. Nur zu meiner Heimaturlaub werde ich alleine fahren. Außerdem sehe ich, welche Gefahr es in sich birgt, mit Leuten, die drauf sind, Kontakt zu halten. So, nun sitze ich hier auf Klausur und hoffe, dass dies die letzte Wochenreflexion im Stamm ist. Ich bin neugierig auf die kommende Woche. Ja, es geht in Richtung K-Phase. Und K-Phase ist die Kontaktphase. Da geht es darum, dass man sich von der Therapie langsam wieder loslöst und sich nach außen orientiert, guckt, ob man da irgendwie schon Fuß fasst mit Arbeit und Wohnung etc. pp. Da war ich aber noch im Stamm. Das heißt, sämtliche Privilegien, die ich bis dahin wiedererlangt habe, waren eigentlich nur Türe aufmachen, alleine Ausgang machen. Aber es war jetzt schon alles sehr knapp. Deswegen haben sie mich halt irgendwie da tatsächlich durchgepeitscht, habe ich da so das Gefühl. So nach dem Motto, ja, das wird ja nicht viel länger groß bezahlt, wir müssen den jetzt, schaffen wir das in der Zeit nicht mehr, dass der bis die Kosten auslaufen, fertig ist. Ein Durchfüttern wollen sie mir ja auch nicht, komisch, gell? Ja, Fakt ist auf alle Fälle, dass das hier wohl meine letzte Wochenreflexion ist. Deswegen beim nächsten Mal, wenn ihr einschaltet und ich auf einer Therapie was vorlese, ist das eine Zusammenfassung, was bisher geschah. Und im Anschluss daran erzähle ich dann, was in der K-Phase passiert ist. Da gibt es ja auch noch Aufzeichnungen. Und da kann ich mir auch noch ein paar Sachen erinnern, die nicht aufgeschrieben worden sind und Gedanken, was ich damals hatte und so weiter und so fort. Und die Therapie war ja dann bald auch zu Ende, so lange hat es jetzt nicht mehr gedauert. Von daher seid neugierig auf die nächste Sendung. Die kommt in ungefähr 3-4 Tagen und da geht es dann da eine Zusammenfassung, dann ja, kann ich auch freier erzählen, was ich mir was gedacht habe und was wie, wo mein Hintergedanke dabei war. Weil tatsächlich Cannabis wollte ich nie wirklich aufgeben, zu diesem Zeitpunkt auch nicht, auch zum Schluss nicht, egal wie oft ich das da behauptet habe, weil ich den Zusammenhang zwischen Cannabis und Heroin halt einfach nicht zusammenkriege. Das ist halt de facto so. Keine Einstiegsdroge. Und da, ja genau, nein, das nächste Mal, da erzähle ich euch das dann. Okay, bis dahin, peace out. Keine Kommentare und ihr wisst ja, keine Likes und so weiter.